Nein, mein Großvater, der ist jetzt gestorben vor kurzem. Oh, das tut mir aber leid. Ja, kein Problem, ist halt so. Von dem habe ich pro Jahr... Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Wir sind gerade mit Link, beziehungsweise Tex, so habe ich mich im Spiel genannt, und der süßen, atemberaubenden und zuckerfeinen Prinzessin Zelda unterwegs. Links Traum. Ich sage immer Link. Ich nenne den Link, habe ihn natürlich Tex genannt, aber ich sage jetzt einfach mal Link. Links Traum ist es, eine gelbe Matratze zu kaufen. Diese kostet jedoch um die 100 Euro. Und das wäre der Verdienst, wenn er die sieben Waisen irgendwie zurückbringt. Oder zumindest hofft er, dass er durch eine dieser Damen an das Lösegeld bekommt. An das Lösegeld kommt. So viel zur Vorgeschichte. Ja, genau. Also ich hoffe, ich krieg die Kohle dafür, dass ich dich jetzt rette. Tex, vorwärts. Es ist ja nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, mach dir mal keine Sorgen. Ich bin schon auch durch Pfützen gelaufen. Du wahrscheinlich nicht, oder? Nein, tut mir leid. Ich bin eine Prinzessin. Sowas macht man eben nicht. Wirklich nicht? Mein Gott, du verpasst was. Dein Leben ist ja total langweilig. Weißt du, durch Pfützen zu laufen ist einfach nur total geil. Tut mir leid. Geil? Was bedeutet geil? Was? Du weißt nicht, was geil bedeutet? Ist nicht dein Ernst? Doch, tut mir leid. Ich wurde eben so erzogen. Zu einer Prinzessin. Wir verwenden eben andere Wörter. Und artikulieren anders. Artikulieren? Was soll das bedeuten? Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch für dich. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das total geil, durch Pfützen zu laufen. Ui, ein Schlüssel. Direkt von einer Ratte erhalten. Aua. Aua, sag mal, spinnt ihr oder was? Sag mal, wie weit ist denn das noch? Hallo? Sag mal, spinnt ihr oder was? Blöde Mäuse, aber ich komme hier locker an Kohle. Schau mal, 55 Rubine. So viel hatte ich noch nie in meinem Leben. Echt nicht? Bekommst du kein Geld? Nein, mein Großvater, der ist jetzt gestorben vor kurzem. Oh, das tut mir aber leid. Ja, kein Problem, ist halt so. Von dem habe ich pro Jahr ein Rubin bekommen. Glaub mir, davon konnte ich mir ein Eis kaufen. Ich war überglücklich. Und jetzt satte 65. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen muss an einen der Hebel ziehen. Ach ja, das sagst du so einfach. Das ist, glaube ich, der falsche Hebel gewesen. Genau. Es gibt Stress mit Ratten oder Schlangen. Die sind aber kurzerhand platt. Zieh an diesem Hebel. Ja, mach ich. Lass mich nur mal die Schlange kurz umbringen. Wir haben es geschafft, Tex. Vielen lieben Dank. Ein Wunder. Prinzessin Zelda, ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Tex? Sag mal, woher kennst du meinen Namen? Aber ja, natürlich. Ja, richtig. Tex half mir, aus dem Kerker zu fliehen. Jedoch erfuhr ich dort, was Aga an ihm plant. Es ist unfassbar. Er drohte mir mit den Worten, wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte, Tex, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse, dunkle Mächte hier regieren, bevor es zu spät ist. Ich flehe dich an, vernichte Aghanim, denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte! Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Aghanims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert.
Doch einiges mehr sollst du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda verstecke ich hier bei mir. Ach, das sagt alles dieser alte Opa. Ich markiere dir das Haus Sahasralas auf deiner Karte, aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Aber sicher doch. Hallo, ich glaube, ich spinne. Wo ist meine Belohnung? Besuche den Dorfältesten. Er kann dir mehr über das Masterschwert erzählen. Ja, tollen Dank auch. Statt meine 100 Rubine kriege ich so ein olles Herz. Toll. Ich glaube, ich spinne. La 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 la. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Wo ist meine Karte? Hallo? Ah ja, in der Tat. Ich weiß natürlich jetzt total Bescheid, wo ich bin. La 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 la. Ich will 100 Rubine und du bist blöd. Deshalb besiege ich dich, Dorf Kakariko. Ist das vielleicht die Stadt, in der ich mir eine gelbe Luftmatratze kaufen kann? Vielleicht machen die mir ein Angebot. 68 Rubine sind ja auch nicht ganz ohne. Gesucht. Der sieht aus wie ich. Der Entführer von Zelda. Schlagen Sie Alarm. Hallo, ich bitte euch. Ich hab doch nicht so eine Pinocchio-Nase. Hallo, wer sind Sie? Ach, Synatex, was willst du denn von einer alten Frau wie mir? Wie? Der Dorfälteste? Oh, es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert? An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber vor langer, langer Zeit soll das Volk der Hylia in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Meisterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse magische Wesen anzukämpfen, soweit ich mich erinnern kann. Soll es noch heute im tiefsten Inneren des Waldes ruhen? Mehr weiß ich nicht. Verstehst du die Gedenkende? Ich meine, ja, natürlich. Suche den Dorfältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. Ja, ja, ist ja alles fancy, aber wo bin ich denn hier? Zwei Doppelbetten für mich und meine zukünftige, das ist schön. So, was ist hier für ein Baumhaus? Hallo, wer bist du? Oha, Tex, dieses Haus war früher das Versteck einer Diebesbande. Der Name des Anführers? Blind hieß er und hasste grelles Licht über alles. Blind? Okay. Skurriler Name. Wow! Ich werde reich sein! Wow! Ich hab fast die Kohle zusammen! Ich glaube, ich spinne! Vermaledeit! Ah, jetzt! Ich hab über 100 Rubine! Zaka! War da nicht noch ein Herz? Glaube ich. Und da ist auch noch was, brauche ich Bomben. Habe ich nix Bomben. Nochmal kurz gucken. Wie war denn das? Konnte man das jetzt schon machen? Ich habe das schon viel zu lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wo es was gab. So. Na komm. Dann halt von der Seite. Nochmal 20 sind es, glaube ich, immer. Nee, okay, kein Herz. Ich dachte, aber es gibt in der Stadt noch irgendwo ein Herz zu holen, glaube ich. Aber so mit den Herzen habe ich es auch nicht so. Also auf jeden Fall wird es kein 100% Run. Sobald unser geliebter Erzfeind, die Kenner unter euch wissen, wer das ist, sobald er niedergestreckt wurde, wird das Let's Play auch beendet. Entschuldigung. Hola, Wache! Hier ist der gesuchte Tex, Wache, komm schnell! Sag mal, spinnst du? Hallo, du blöde Kuh! Sag mal, bist du irgendwie doof? What the fuck? Na egal. Folge mir. Du wirst mir auf meiner Reise behilflich sein.
Schönen guten Tag. Darf ich kurz hier rein? Du blöder Gockel! Tierquälerei! Ja, dafür war ich damals bekannt. Ich war schon immer ein kleiner Räuber. Hahaha. Wow. Wer wohnt hier so schönes? Ich möchte mir noch eine gewisse Sache holen, deswegen. Auch nicht die blöde Kuh schon wieder. La 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 la. Oh, alles schwarz. La la la. Alarm, Alarm! Seid doch ruhig. Bin doch kein Schwerverbrecher. Hallo? Hey, du siehst aus wie Super Mario. Grüß dich, Tex. Ist nicht leicht, hier reinzukommen. So sei willkommen. Endlich habe ich jemanden, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Bei der Flussquelle gibt es einen See, in dem jede Menge Zoras leben. Schwer zu finden. Aber der Schatz des Zoras soll wirklich. Das müsste man sich mal ansehen. Nicht? Was soll wirklich sein, hat er wahrscheinlich gesagt. Ja, ja, ist ja gut. Vielleicht kann ich mir den Schatz auch noch abgreifen. Moment mal. Vielleicht ist das die gelbe Matratze. Die gelbe Luftmatratze, die ich so gerne haben möchte. Sag mal, schläfst du? Mein Freund, hast du keine Flasche, um ein Insekt aufzubewahren? Nein, sorry. Hey, du hast ein Foto von Super Mario. Hallo, Mario. Oh, hallo, Link. Wie geht es dir? Wow, das Porträt kann sprechen. In dieses Haus bringe ich keine 10 Pferde mehr rein. Oh, eine Kiste. Wow, eine magische Flasche. Oh, was Gorgorbatschow. Jetzt bin ich besoffen. Irgendwann werde ich mich mal in der Folge besaufen. Aber nicht richtig, sondern im Spiel. Also ich würde so tun, als ob. Hallo, ich habe eine Flasche, wie du wolltest. Tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Hier, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Das Schmetterlingsnetz hast du dir geliehen. Damit lässt sich so manches einfangen. Oh, wow. Total nett von dir. Vielen Dank. Das Traurige an dieser ganzen Sache ist, der Junge wird nie gesund. Und das Schmetterlings darf ich für immer behalten. Gesucht, Pinocchio, der Entführer von Zelda. Schlagen Sie Alarm! Ja, 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 ich bin doch nicht Pinocchio. Ich glaube, die spinnen doch alle hier. La, la, la. Weg da! Du blöder Hanswurst! Hey, Pinocchio, bleib stehen! Ach, jetzt nennst du mich auch schon so. Ich glaube, ich spinne. Oh, das Pfeil und Bogen, schnell weg hier! Bumerang-Attacke! Aua! Hier habe ich damals gewohnt. Oder eigentlich wohne ich hier immer noch. Aber da ist eh nichts los. La 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 la. Ach nee, ich bin ein bisschen anders gelaufen. La 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 la, was war hier nochmal? Servus. Ich glaube, ich spinne. Ja, komm, hier, bumpen. Yeah, ich bin nein, ich habe nicht mal meine 100 Münzen. Aber jetzt habe ich Bomben. Jetzt kann ich so einiges wegspringen. Yippie, yay, yippie, yo. La 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 la. Ich bin der Link mit dem pinken Haar und jeder weiß, dass ich cool bin. Ja, ich bin ein bisschen Ego und Ego tut gut. Ja, das sag ich und du sagst Tschüssi. Wer wohnt denn da? Hey, du Zwergenmann. Richtig, ich bin Saras Hala. Der Dorfälteste und ein Nachkomme des sieben Weisen. Ist das wirklich wahr? So, ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem Bannschwert des Bösen sucht.
Nicht jeder kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der drei mächtige Dämonen besiegt und die drei Amulette erringt. Ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Das hat sich gerade gereimt, stimmt's? Ja, aber natürlich, selbstverständlich. Gut, dann versuche das Amulett des Mordes aus diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, würde ich dir mehr von Legende erzählen und dich eine magische Kunst lehren. Geh zum Palast! Ja, ja, okay, alles klar, Opa, aber was ist denn da drin? Vorsicht, gleich explodiert sie! Aha! Ui, das ging nochmal gut. Oh mein Gott! Der schaut nicht zu. Die Chance nutze ich, die Gelegenheit, alles abzuräumen. Ach, was will ich mit so alten Bomben? Ich brauche Geld. Boah! Boah, 100 Rubine? Da kann ich mir gleich 2 Luftmatratzen kaufen. Aber bitte in Gelb. Wow, war das geil. Wir beenden diesen Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und bis zur nächsten Folge. Wieder vor allem. Und dann muss ich noch für diesen alten russischen Opa irgendwelches Zeugs besorgen. Ich fühle mich wie so ein Postbote, wie ein Lieferant.